Auseinandersetzungen im Gesellschafterkreis können ein Unternehmen blockieren und sogar ernsthaft gefährden. Wenn ein Streit eskaliert, wächst schnell der Wunsch heran, den störenden Mitgesellschafter loszuwerden. In diesem Video erkläre ich Ihnen das Wichtigste, was Sie zum Thema Ausschluss eines Gesellschafters wissen müssen. Hallo, mein Name ist Boris-Jan Schimczyk von der Kanzlei Rose & Partner. Schwerpunkt unserer Kanzlei liegt im Gesellschafts- und Steuerrecht. Heute geht es bei uns auf dem Kanal um die Frage, wie ein störender Gesellschafter aus der GmbH hinausgedrängt werden kann. Hier ein kurzer Überblick zu den behandelten Themen. Wir schauen uns zur Einstimmung einmal die Ausgangslage eines Streits an. Danach zeige ich Ihnen, wie die einzelnen Möglichkeiten des Gesellschafterausschlusses aussehen. Und dann drittens beleuchten wir den effektivsten Weg. Danach sprechen wir über die wichtigen Voraussetzungen des Ausschlusses. Und schließlich kommen wir auf die Abfindung des ausscheidenden Gesellschafters zu sprechen. Wir steigen mit der klassischen Ausgangslage ein. Der Wunsch, einen Gesellschafter aus dem Unternehmen zu drängen, ist meist anlassbezogen. Wir haben in der GmbH oft die Situation, dass ein Gesellschafter mit seinem Abstimmungsverhalten wichtige Maßnahmen blockiert oder durch seine Verhaltensweisen das Unternehmen direkt schädigt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn herauskommt, dass der Gesellschafter zum eigenen Vorteil heimlich Geschäfte mit dem Unternehmen macht, die das Unternehmen finanziell schädigen. In einem solchen Fall werde ich kontaktiert und um Prüfung gebeten, wie der Störenfried aus der Gesellschaft hinausgedrängt werden kann. Zunächst gilt es zu verstehen, dass es oft zwei Ebenen gibt, auf denen Zwangsmaßnahmen durchgeführt werden können. Mit den zwei Ebenen meine ich das Geschäftsführerverhältnis und die Gesellschafterstellung. Ist der Saboteur auch Geschäftsführer, wie so oft im Mittelstand, so muss auf der einen Seite die Geschäftsführerstellung durch einen Abberufungs- und Kündigungsbeschluss beseitigt werden. Nähere Informationen zum Geschäftsführerthema finden Sie in diesem Video. Auf der anderen Seite haben wir die Gesellschafterebene, auf der der hier uns interessierende Gesellschafterausschluss erfolgt. Im Grunde gibt es drei Möglichkeiten, einen Gesellschafter aus der GmbH hinauszudrängen. Das GmbH-Recht kennt kein allgemeines Ausschlussrecht. Anerkannt sind aber drei Möglichkeiten des zwangsweisen Gesellschafterausschlusses. Dabei hängt vieles von den Detailregelungen im Gesellschaftsvertrag ab. Der Gesellschaftsvertrag spielt überhaupt eine sehr große Rolle bei Zwangsmaßnahmen gegen Mitgesellschafter. Vorab aber erst einmal ein kurzer Überblick über die Ausschlussmöglichkeiten zur Orientierung, damit die Sache nicht zu kompliziert wird. Erstens, es gibt die Einziehung. Durch einen Einziehungsbeschluss werden die GmbH-Geschäftsanteile des betroffenen Gesellschafters zerstört und dadurch verliert dieser Gesellschafter seine Gesellschafterstellung. An zweiter Stelle steht die Zwangsabtretung. Durch eine beschlossene Zwangsabtretung werden die Anteile des betroffenen Gesellschafters an die Mitgesellschafter oder Dritte zwangsweise, also auch gegen den Willen des betroffenen Gesellschafters, übertragen. Und zuletzt gibt es auch noch die Ausschlussklage. Hier verliert der Gesellschafter seine Gesellschafterstellung nach einer Klage durch gerichtliches Urteil. Das sind die drei Ausschlussmöglichkeiten. Beachten Sie bitte, dass wir hier von einer GmbH sprechen. Der rechtliche Mechanismus funktioniert in jeder Gesellschaftsform anders. Etwa unterscheidet sich der Gesellschafterausschluss in einer GmbH und Co. KG oder einer AG von der einer GmbH. Wie die drei Möglichkeiten des Gesellschafterausschlusses zueinander stehen und welcher Weg der effektivste ist, darum geht es jetzt. Kommen wir gleich zu dem Punkt: Der schnellste Weg eines Ausschlusses eines Störenfrieds lässt sich mittels einer Einziehung organisieren. Der feindliche Gesellschafter lässt sich ohne ein Gericht durch einfachen Gesellschafterbeschluss, den sogenannten Einziehungsbeschluss, aus der GmbH hinausdrängen. Nach höchstgerichtlicher Rechtsprechung verliert der Gesellschafter in der Sekunde des Beschlusses seine Position, wenn er in der Gesellschafterversammlung anwesend ist. Wenn er nicht anwesend ist, muss ihm der Beschluss einfach nur zugestellt werden. Also, die Einziehung ist eine schnelle und saubere Operation, wenn alle Voraussetzungen vorliegen. Kurz zu den anderen beiden Möglichkeiten, die Zwangseinziehung und die Ausschlussklage. Der Nachteil einer Zwangsabtretung im Verhältnis zu einer Einziehung ist, dass eine Zwangsabtretung ohne die Mitwirkung eines Notars grundsätzlich nicht möglich ist. Überdies schuldet der Erwerber der Anteile eine Abfindung an den ausscheidenden Gesellschafter.
Der Zwangsabtretungsbeschluss sowie die Höhe der Abfindungszahlung sind nahezu in jedem Fall strittig und der Anteilserwerber muss oft Jahre bis zu einem rechtskräftigen Urteil warten, bis er Rechtssicherheit hinsichtlich zwei wichtiger Fragen hat, nämlich hat er überhaupt die betroffene Beteiligung erworben und zweitens, wie hoch ist die Abfindung, die an den ausscheidenden Gesellschafter zu zahlen ist. Und da die Hunderttausende oder sogar Millionen Euro betragen kann, ist die Abfindungsfrage meist sehr brisant, dazu gleich mehr. Die Ausschlussklage ist oft die letzte Wahl. Bei dieser Variante muss das Ausscheiden eingeklagt werden und auch hier kann es Jahre dauern, bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt und ein Ausschluss erreicht ist. Also es bleibt dabei, der Einziehungsbeschluss ist oft das richtige Mittel der Wahl. Aber, und diese Einschränkungen sind wichtig, die Einziehung muss zulässig und alle Voraussetzungen müssen vorliegen. Lassen Sie uns schauen, wann der Einziehungsbeschluss zulässig ist und was die wichtigsten Voraussetzungen sind. Hier kommen wir nochmals auf den Gesellschaftsvertrag zu sprechen. Zulässig ist die Einziehung nur dann, wenn der Gesellschaftsvertrag die Einziehung ausdrücklich vorsieht und ermöglicht. Ganz wichtig, ohne eine Regelung im Gesellschaftsvertrag ist eine durchgeführte Einziehung nichtig. Allerdings verfügen alle modernen GmbH-Satzungen über eine Einziehungsregelung. Ist die Einziehung und die Zwangsabtretung einmal wirklich nicht geregelt, bleibt nur der Weg über die Ausschlussklage. Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Einziehung ist, dass das Stammkapital der GmbH voll eingezahlt ist. Auch sehr wichtig, die Einziehung gegen den Willen des betroffenen Gesellschafters bedarf immer eines wichtigen Grundes. Es gilt im GmbH-Recht der Grundsatz, dass kein Gesellschafter grundlos ausgeschlossen werden darf. Und bei der Frage des wichtigen Grundes spielt die Musik. Bereits in der Gesellschafterversammlung, in der die Einziehung beschlossen wird, erfolgt in aller Regel der große Streit zwischen den Gesellschaftern betreffend die Frage, ob ein wichtiger Grund vorliegt oder nicht. Denn wenn er vorliegt, entsteht bei dem angegriffenen Gesellschafter ein Stimmverbot beim Einziehungsbeschluss. Das heißt, dass sogar ein Minderheitsgesellschafter einen Mehrheitsgesellschafter aus der GmbH drängen kann. Nähere Details zu den Strategien und zum Stimmverbot beim Streit um den Einziehungsbeschluss finden Sie in diesem Video. Eine weitere wichtige Facette, die bei der Einziehung durch den Angreifer immer mitgedacht werden muss, ist die Abfindungszahlung. Wurde ein Gesellschafter durch Einziehungsbeschluss ausgeschlossen, erhält er eine Abfindung von der GmbH. Dies ist gesetzlich so geregelt. Dabei müssen sich die Angreifer eines klar machen. Diese Abfindungszahlung darf nicht das Stammkapital der GmbH verletzen. Die GmbH benötigt also genügend Eigenkapital für die Abfindungszahlung, ansonsten ist der Einziehungsbeschluss nichtig und der Betroffene bleibt Gesellschafter. Hier ein Tipp aus unserer Beratungspraxis. Die Frage der Höhe der Abfindung ist eine komplexe Angelegenheit und lässt sich am besten durch eine professionelle Unternehmensbewertung klären. Dabei sollten Sie beachten, dass vertraglich vereinbarte Abfindungsbeschränkungen unwirksam sein können. Grund dafür ist die strenge Rechtsprechung zur Abfindung von scheidenden Gesellschaftern. Jeder sollte auch wissen, dass mit der Abfindung auch Haftungsrisiken für die in der GmbH verbleibenden Gesellschafter entstehen. Wird etwa die Abfindung zulasten des ausgeschlossenen Gesellschafters vereitelt, sieht die höchstgerichtliche Rechtsprechung vor, dass die verbliebenen Gesellschafter persönlich für die Abfindung haften können. Abschließend noch ein taktischer Hinweis. Unmittelbar nach dem Einziehungsbeschluss muss schnell die Korrektur der sogenannten Gesellschafterliste erfolgen. Die Gesellschafterliste ist das wichtigste Dokument gleich neben dem Gesellschaftsvertrag. Wird der betroffene Gesellschafter aus einer Gesellschafterliste gestrichen, verliert er seine Stimmrechte und Gewinnansprüche in der GmbH. Übrigens dies auch dann, wenn der angegriffene Gesellschafter nach der Gesellschafterversammlung gegen den Einziehungsbeschluss eine Anfechtungsklage erhebt. Wie Sie sehen, ist so ein Ausschluss eines Mitgesellschafters eine sehr komplexe Materie, die von langer Hand am besten durch Spezialisten vorbereitet werden sollte. In diesem Zusammenhang, Sie sollten wissen, dass ein misslungener Angriff selbst ein wichtiger Grund für den eigenen Ausschluss sein kann. Wenn also der Angriff durch Einziehung schiefläuft, kann das ganze Verfahren zu einem Bumerang für die Angreifer werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.